Rolle des Herbert Lippeck verkörpert. Was macht sie für dich aus? Ich glaube, die Sprachlosigkeit dieser Figur, die absolute Sprachlosigkeit und Unreflexion seiner eigenen Situation gegenüber. Also das ist ein Bergmann, den ich da spiele, und der, sagen wir mal, wir würden heute sagen, echt eine Menge Probleme hat in seinem Leben, und früher hat man sich halt keinen Therapeuten genommen, sondern früher hat man einfach nicht darüber geredet und hat eventuell was getrunken zu viel, und diese Sprachlosigkeit, die hat mich sehr interessiert. War das für dich schwierig, auf die Rolle so vorzubereiten? Nicht so wirklich, weil ich erstens einen tollen Regisseur habe, Adolf Winkelmann, mit dem ich auch schon ein paar Filme gemacht habe. Und da ich so ein bisschen aus der Gegend hier komme, also ich komme aus dem Sauerland, ist das so sehr nah gewesen, obwohl ich nie unter Tage war. Aber sag mal, ich konnte damit was anfangen, so die Generation meiner Eltern oder meiner Großeltern. Bist du denn auch schon mal im Bergbaumuseum gewesen? Ja, natürlich war ich da. Wir haben ja auch unter Tage gedreht. Also wir haben ja echt unter Tage, 1000 Meter unter Tage gedreht. Das war großartig. Ich würde es jedem empfehlen, der das nochmal machen kann, da runterzufahren. Wie war denn dann die Stimmung am Set, wenn das alles so ein bisschen duster quasi war? Das hat ja meistens mal gar nichts mit der Stimmung am Set zu tun, weil es gibt Filme, die sind wahnsinnig komisch und am Set herrscht eine ganz schlimme Stimmung. Und umgekehrt gibt es, also wie hier zum Beispiel, durch den Alef eine ganz tolle Stimmung. Obwohl das Thema eventuell nicht so erbaulich dann in dem Moment ist. Okay. Junges Licht ist ein Ruhrgebietsfilm. Findest du, dass das Ruhrgebiet in zu wenigen Filmen gewürdigt wird? Das weiß ich nicht. Ach, es gibt ja ein paar schöne Filme. Bang Boom Bang ist ein toller Film. Jetzt dieser hier. Dann habe ich einen Film gemacht, der kommt dieses Jahr auch noch raus. Radio Heimat. Auch ein toller Ruhrgebietsfilm. Ich weiß nicht, ob das zu wenig gewürdigt wird. Ich glaube, das ist schon okay. Okay, super. Vielen Dank fürs Interview. Ja. Viel Spaß. Okay. Und tschüss. Tschüss. Genau.